Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Heute steht einiges an. Ich war gerade im Studio, ein bisschen trainieren, habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt werde ich zur neuen Wohnung und da einen kleinen Walkthrough machen. Nicht mit euch, aber mit der Vermieterin und so weiter, um zu gucken, ob irgendwas beschädigt ist und sonst was. Ich glaube, das macht man in Deutschland auch, damit man dann am Ende nicht dafür zur Kasse gebeten wird, wenn es schon vorher kaputt war. Dann habe ich eine Audition, dazu später mehr. Vorher muss ich noch Headshots abholen. Also, ich höre auf zu labern und los geht's. Das hier ist in der Valley, das ist ein großer Bereich von Los Angeles, wo viele verschiedene Stadtteile zugehören. Nicht Hollywood, aber sehr nah an Hollywood. Ich weiß ja, es ist in Deutschland auch heiß gerade, aber ich sterbe. Ich bin jetzt gerade hier bei einem Copy Shop, noch ein paar Headshots ausdrucken, das heißt Bilder von meinem Gesicht für meine Audition. Weil leider habe ich alle meine Headshots schlauerweise in einer Box, die untergelagert ist. Das heißt, ich muss hier spontan schnell noch welche ausdrucken. Die werden jetzt nicht so gute Qualität haben. Aber immerhin werde ich nicht ohne Headshot auftauchen, was ganz schön peinlich wäre. Das macht man nämlich so in Auditions oft, nicht immer. Aber man kommt mit Headshot und Resümee und so weiter an und gibt das da ab vor der Audition. Zum Glück spiele ich einen Drogenabhängigen heute. Deswegen auch der Titel. Da kann man schon mal schwitzen. Oh mein Gott, es ist heiß hier drin. Fuck! Mein Handy ist auch direkt eben erstmal überhitzt. Das macht es gerne in der Hitze. Das ist jetzt 2.25 Uhr, um 3.45 Uhr habe ich die Audition, 20 Minuten brauche ich hin. Deutsche Pünktlichkeit, meine Freunde, das sieht man gerne hier. Wenn man pünktlich ist hier nämlich, dann hat man schon 90% der Konkurrenz ausgeschaltet, weil Leute hier immer unpünktlich sind. Gut, wenn man aus Deutschland kommt und Pünktlichkeit zum Frühstück isst. Aber was ich nicht zum Frühstück esse, ist Hitzeresistenz. Deswegen machen wir das erstmal runter. Und was haben wir diesmal auch dabei? Das hier sind übrigens meine Headshots. Ich habe 5 verschiedene Headshots. Das ist jetzt einer von denen. Hier. Das sieht gar nicht mehr so gut aus auf der Kamera. Hier. Aha, das ist mein Name. Das ist mein Gesicht. Auf zur Audition. Und dann davor, weil ich habe noch viel Zeit, habe ich noch schön Zeit durchs Skript zu gehen. Also bis gleich. Fuck, ist das heiß. Oh, ich sterbe. Na? Aha. Nichts. Ah. Ja, voll. Ich filme immer in der schlechtesten Zeit überhaupt, weil die Sonne von oben kommt und man immer Schatten im Gesicht hat. Geht gar nicht sowas. Dafür ist hier eine Ader. So, ich werde mich jetzt erstmal hier einfinden und dann erzähle ich ein bisschen mehr über die Geschichte. Audition vorbei. Sorry, dass ich in den Situationen einfach nicht mehr filmen kann, aber man muss sich auch auf die Arbeit konzentrieren. Und natürlich ist das auch nicht angebracht, da würden die Casting-Leute ja denken, was ist das denn für ein Spinner.
Ich erzähle euch jetzt einfach gleich mal drin ein bisschen mehr über, wie das ganze Casting und so weiter immer läuft und wie das ist, wenn man so einen Drogenabhängigen zum Beispiel spielt und wie man sich, wie ich mich da zum Beispiel darauf vorbereite. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal für die 3300 irgendwas Subscriber bedanken. Vielen Dank dafür. Es ist natürlich nicht so viele, aber ich bin sehr froh darüber, dass ihr so aktiv seid. Denn das ist mir das Wichtigste. Nicht einfach Leute, die subscriben, sondern die es auch wirklich gucken und die sich dafür interessieren, denen das Spaß macht. Und das freut mich am meisten. So, kommen wir zum Thema Auditions. Wenn man so eine Audition bekommt durch seinen Agenten oder Manager oder auch durch sich selbst, kriegt man erstmal eine Charakterbeschreibung. Zwei, drei Sätze über den Charakter, wenn die Rolle größer ist, auch mehr. Und man kriegt das Skript, drei, vier Seiten, die man für die Audition vorbereitet. Man bereitet nämlich nicht das ganze 100-Seiten-Skript vor, sondern natürlich nur einen kleinen Teil, der den Casting-Leuten ausreicht, ihre Entscheidung zu fällen. In kleinen Rollen sind das 3 bis 4 Seiten und große Rollen dann sogar 10 bis 15 Seiten, die man vorbereiten muss. Teilweise in einem sehr engen Zeitraum. Ich habe das jetzt 4 Stunden vorbekommen. Es gibt Leute, die kriegen eine Hauptrolle, eine Audition für eine Hauptrolle und kriegen die um 12 Uhr nachts und haben sie morgens um 10 die Auditions. Ne? Man hat nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Meine Charakterbeschreibung war jetzt zum Beispiel 20 bis Mitte 30 vom Alter. Hautfarbe ist offen, skinny, but scary und meth-abhängig. Da habe ich mir gleich gedacht, das ist wahrscheinlich eine Rolle, die ich sicher nicht bekommen werde, weil einfach vom Äußerlichen es nicht passt. Ich sehe nicht aus wie der typische Meth-Head. Ich war auch bei der Audition und habe gesehen, die Leute sahen wirklich perfekt aus teilweise. Und ich bin auch nicht skinny, but scary. Da hat das Casting vielleicht mein Headshot gesehen und da vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert. Aber es geht auch gar nicht darum, momentan Jobs zu bekommen und die Rollen zu bekommen. Momentan in meiner Karriere und bei jedem Schauspieler, der auf meinem Stand ist, geht es darum, Beziehungen aufzubauen. Das gilt hier und das gilt auch in Deutschland. Denn wenn ich 5-mal für jemanden eine Audition hatte, dann wissen die irgendwann, wer ich bin. Und wenn sie dann eine Rolle haben, die wirklich passt und sie einen mögen, dann gehen sie zu deinem Agenten direkt und man kriegt die Audition halt direkt durch sie. Und so bildet man sich Beziehungen in der Filmindustrie und in der Stadt Los Angeles und baut sein Netzwerk so auf. Networking. Nun, Meth Head. Jemand, der von Crystal Meth abhängig ist. Dann ist die erste Frage natürlich, bin ich gerade auf Droge? Bin ich gerade high? Oder bin ich gerade in einem Low? Bin ich gerade auf Entzugserscheinung? Dafür hat man normalerweise Hinweise im Skript oder in der Charakterbeschreibung. Leider in meinem Fall jetzt diesmal gab es beides nicht. Das heißt, man muss selber entscheiden, was passt am besten zu der Interpretation, die man von dem Charakter hat. Und ich fand, es passt besser, dass ich gerade high bin. Denn der Charakter ist sehr aggressiv gewesen und da passt es einfach gut. Das spielt genau in meine Karten. Ich habe das Glück, dass ich in Los Angeles wohne und schon dem einen oder anderen Method begegnet bin. Das heißt, ich weiß, wie die sich verhalten, ich weiß, was die Symptome sind, ich habe es schon mal gesehen, ich weiß, wie die aussehen. Aber wenn man im realen Leben noch niemanden gesehen hat oder noch nie mit jemandem zu tun gehabt hat, dann ist es auch kein Problem, denn heutzutage gibt es YouTube. Und auf YouTube gibt es wirklich alles. Leute auf Kokain, die mega betrunken sind, auf Crystal Meth, auf allen jeglichen Drogen und die kann man super gut als Beispiel nehmen und sich davon Symptome raussuchen. Denn darum geht es, man muss sich 3 bis 5 Symptome raussuchen und wirklich die verinnerlichen, die wirklich zweite Natur machen oder zweite Haut oder wie man es auf Deutsch sagt, Second Nature. Crystal Meth zum Beispiel ein paar Symptome, dieser extreme Juckreiz und dieses ständige ans Gesicht fassen und das ist wirklich einer auf YouTube, der redet und macht die ganze Zeit so. Und wenn man sowas macht, wenn man allein das hier, wenn ich mit euch rede und die ganze Zeit sowas mache, dann merkt man schon, irgendwas ist nicht normal. Dann ist das, dass die extreme Hitzewallungen haben, anfangen zu schwitzen. Das kann man natürlich nicht selber unbedingt machen, das ist dann Make-up später, genau wie Blut oder diese Stellen im Gesicht. Man muss halt aber trotzdem diese Hitze verinnerlichen. Der Juckreiz, stärkerer, ungefilterter Sprachfluss und dann stärkere Energie und dieses teilweise sind wirklich Leute, die ganze Zeit so dann irgendwie wie ein Verrückter, die Kamera fällt schon runter. Aber guckt euch da mal zum Beispiel Beispiele an. Ihr müsst einfach nur Tweaker eingeben oder so auf YouTube. Bei Kokain zum Beispiel sind ähnliche Symptome auch diese extreme Energie, der Sprachfluss, unzensiert, ungefiltert,
die Augen aufgerissen, dann natürlich das Typische an die Nase fassen die ganze Zeit. Die Schleimhäute sind trocken und es ist immer Schleim, der den Rachen runterläuft. Man merkt sofort, dass entweder hat er einen mega Schnupfen oder hat sich gerade eine Leine gezogen. Und dann halt dieses, ja, ja, lass doch Party, ja, geil, Johnny, was geht, ja, ja, lass doch hin. Dieses einfach, ja, lass machen, vorwärts, ja, ja, ja. Also, ne, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich wollte euch nur mal Richtung zeigen, wo es hingeht, so. Apropos übertrieben, bei Betrunken übertreiben die Leute zum Beispiel extrem manchmal. Denn zum Beispiel, ihr wisst, der Sprachfluss ist zum Beispiel gestört. Und manche Leute, die Betrunken spielen, reden dann einfach nur die ganze Zeit so, als wären sie so übertrieben stereotyp betrunken. Und es ist ja nicht einfach nur, dass man nuschelt. Das Wichtige ist, dass man sich nicht darauf konzentriert, schlecht zu sprechen, sondern man muss sich darauf konzentrieren, die Sätze zu beenden. Denn wenn man betrunken ist, man denkt ja nicht daran, dass man nicht sprechen kann, sondern man denkt daran, dass man wirklich versucht, den Satz zu Ende zu bringen. Aber es geht einfach nicht, weil es einfach alles so locker ist und der Sprachfluss ist einfach gestört. Deswegen muss man sich wirklich darauf konzentrieren, ans Ende des Satzes zu kommen. Genauso mit Bewegung. Da sieht man manchmal Schauspieler, die ohne Sinn und Verstand wie ein Vollidiot durch die Gegend stolpern und überall gegenrennen und was weiß ich. Und das ist ja auch nicht so. Man versucht ja, wenn man betrunken ist, einfach geradeaus zu gehen. Aber es geht nicht. Das heißt, man muss sich darauf konzentrieren, wirklich am Ziel anzukommen. Aber aus irgendeinem Grund geht es nicht. Denn es dreht sich alles. Ja, denn viele Betrunkene, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die versuchen wirklich über zu artikulieren. Jeder Betrunkene ist ja anders. Manche Betrunkenen werden total anhänglich, manche aggressiv, manche traurig, manche alles auf einmal. Da muss man sich dann natürlich entscheiden, was am besten zum Charakter passt. Genau die gleichen Sachen gelten auch für Behinderungen und Krankheiten, die man spielt. Ich habe zum Beispiel Schizophrenie gemacht, Persönlichkeitsstörungen, Blindheit, Stottern, alles mögliche oder einfach nur ein gebrochenes Bein. Das ist auch schon nicht allzu einfach zu spielen, wenn man es wirklich real machen will. Wenn man diese Symptome sich dann raussucht, dann soll man nicht einfach nur oberflächlich die Symptome haben, sondern man muss auch gucken, was die Symptome in einem emotional auslösen. Wenn man zum Beispiel, tut mir leid, wenn ich das jetzt auf Deutsch total falsch sage, rheumatische Arthritis, also Arthritis hat und zum Beispiel so einen Arm hat, die man nicht bewegen kann. Also diese komplette Lähmung, Steifheit, das ist bei jedem anders im Körper. Macht das einfach mal für 5 Minuten und ihr merkt schon, wie es sich verändert. Wie die Spannung und mich macht das total aggressiv zum Beispiel. So, und so ist das auf jeden anders. Für manche von euch klingt das wahrscheinlich total bescheuert. Verstehe ich auch, wenn man nicht wirklich in der Schauspielwelt ist, klingt das ein bisschen komisch. Aber es hilft wirklich, als Schauspieler diese Sachen durchzumachen. Und dann tatsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen und es auszuprobieren. Denn wenn man andere Leute davon überzeugen kann, das beste Zeichen ist immer, wenn man ignoriert wird, weil die Leute nicht was mit einem zu tun haben wollen, dann kann man auch den Zuschauer überzeugen. Und man merkt auch richtig erst, was es heißt, eine bestimmte Sache zu haben, wenn man sieht, wie man von anderen Leuten behandelt wird. Und das ist teilweise nicht eine schöne Erfahrung. Und man hat wirklich den Luxus, einfach nur zu schnippen und es ist alles wieder weg. Und da manche Leute das nicht haben, entwickelt sich wirklich ein großer Respekt für Leute, die wirklich täglich damit zu kämpfen haben. Vielleicht war das für den einen oder anderen interessant. Es gibt auch noch viele verschiedene andere Techniken und andere Arten, das zu machen. Ihr habt bestimmt schon mal von Method Acting gehört, was manche Schauspieler machen, die auch gute Performances machen, aber ich finde, die gehen zu weit. Es gibt Leute, die machen wirklich, wenn sie Kokain spielen, die ziehen sich einfach Kokain rein. Es gibt Leute, das ist dann für mich nicht mehr Schauspiel. Es hat nichts mehr mit Vorstellungskraft zu tun, sondern die machen es einfach wirklich. So, wenn ich einen Serienkiller spiele, dann bringe ich ja nicht einfach mal ein paar Leute um, sondern versuche mir das irgendwie so vorzustellen, dass es für mich Sinn macht und sich der Charakter irgendwie in mir bilden kann. Also, da bin ich nicht der größte Fan von, aber jeder soll das machen, was für ihn funktioniert und am Ende zählt nur die Performance. Das war jetzt eine lange Geschichte hier. Eigentlich wollte ich noch auf Kommentare von euch eingehen und die vorlesen, so wie Seid und Uwe das manchmal machen. Werde ich jetzt im nächsten Video machen. Ich sehe hier gerade 17 Minuten. Mal gucken, auf was ich das runtergeschnitten bekomme. Scheiße. Also wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, lasst es auch jetzt in dem Video in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal Hashtag Schauspiel in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch und abonniert. Und habt einen schönen Tag. Und ein schönes Wochenende, außer es ist schon abends, dann habt eine gute Nacht. Und nehmt nicht zu viele Drogen.